Was geht ab, man aus die Fighter Osiri, und für die japanische Version ist heute ein Update 4.3.0 erschienen. Dementsprechend schauen wir uns gleich alle Informationen und Details dazu an. Wir haben zum einen ein neues Boost-System, wir haben das Filter-System wurde ein wenig angepasst und in den Daten wurde auch ein Random-Login-Bonus gefunden. Gucken wir uns gleich alles detailreich an. Bevor wir dem Anfang, Freunde, eine wichtige Sache. Nämlich, wir haben ja letztens darüber geredet, über die Hidden Key Multiplier. Na, also die neue Erkenntnis, wie ich es genannt habe, dank LRK und Kalifla. Um es kurz zu fassen, können gewisse Charaktere weit über 24 Key hinaus oder über 12 Key, je nachdem, ob sie LR sind oder nicht. Im Fall von Kalifla konnten sie auf 30 Key kommen und sie wurden dann quasi, ihr Schaden wurde mit 30 Key Multiplier verrechnet. Das gab es schon lange, jedoch haben die Entwickler quasi erst selbst auch Aufmerksamkeit darauf gewonnen oder das Ganze mit den Hidden Key Multiplayer hat quasi nach LRK und Kalifla Aufmerksamkeit bekommen, weil man das auch dann quasi visuell am Radar gesehen hat. Und dann kam mal direkt so, nachdem ich das Video rausgenommen habe, vor ein paar Tagen die News, dass das in Zukunft gefixt wird, weil es ein Bug ist. Das sollte eigentlich mit 4.3.0, also heute, gefixt worden sein. Ist es jedoch nicht. Es wurde, ich will nicht sagen ein bisschen schlimmer, aber es kam ein weiterer Bug hinzu. Nämlich, um es kurz zu sagen, ein weiterer visueller Bug. Bei vielen Charakteren haben jetzt auch diesen Hidden Key Multiplayer, vor allem bei den LR Charakteren. Wenn zum Beispiel LR Goethe eine Additional Ulti startet, dann hat er auch mehr Key, als eigentlich anzeigen sollte bei der Additional Attack. Und gewisse mehrere Charaktere, auf dem ihr Radar steht, mehr Schaden, als sie eigentlich machen sollten. Heißt, Freunde, ich habe das auch auf Twitter gepostet, ihr könnt das gerne abchecken. @dokamld, ich würde euch auf jeden Fall raten, da mal reinzugucken, denn das ist ein Bug und sollte vielleicht sogar einen Hotfix bekommen. Heißt, JP könnte vielleicht eventuell heute noch oder demnächst einfach in Wartung wieder gehen, um das zu fixen. Dementsprechend könnt ihr zum Beispiel Modi wie die Punch Machine auf JP gerade gut machen mit gewissen Charakteren und ihr kommt auf Maximalschaden. Schaut wie gesagt auf Twitter vorbei, ich habe da was von Gaming We Talent retweetet, der hat das gerade mit einem Sale gemacht, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Wie gesagt, ist gerade ein Bug. Also wundert euch nicht, falls bei einem Charakter übel viel dran steht und er eigentlich nicht diesen Schaden haben sollte. Jedoch ist man sich dabei noch unsicher, ob es ein visueller Bug ist oder nicht. Beispielsweise bei, nehmen wir einfach mal jetzt als Beispiel, LR Trunks kann auf dem Radar 5 Millionen stehen. Wir wissen, auf dem Radar bei LR Trunks kann keine 5 Millionen stehen. Aber was bei rauskommt, ist dann sein normaler Schaden. Also es besteht auf jeden Fall ein Bug, ob es visueller Natur ist oder auch legit am Schaden im Spiel was ausmacht. Freunde, genau, da werden wir quasi dann, ja, demnächst schlauer. Ich werde auch einen Kommentar anpinnen, falls nach Release des Videos dieser Bug direkt schon gefixt wurde oder es zu einer Wartung auf JP kam. Und gewisse Charaktere, wie LR Broly zum Beispiel oder AOE-Charaktere, die treffen auch gerade nicht jeden Gegner. Also wundert euch nicht, falls das ein oder andere Gameplay technisch auf JP nicht stimmt aktuell. Es ist ein Bug und wenn dann Hotfix kommt, eine Notfallwartung, pinne ich auf jeden Fall in Kommentaren oder auf jeden Fall auf Twitter wird das gepostet. Ja, jetzt fällt es mir gerade ein, bevor ich weitermache, Freunde. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, was ich sagen wollte. Vielleicht haben es einige mitbekommen von den Leakern. Shoutout an iSeriously oder bei mir auf dem Discord-Server wird es auch gepostet. Und zwar Boss Rush wird auf JP die nächsten Tage offline gehen. Am 24. sollte das der Fall sein. Um 17 Uhr geht es offline. Heißt, normalerweise, wenn so Boss Rush oder irgendeine Stage offline geht, kommt eine neue Stage hinzu. Man rechnet mit Boss Rush 8. Für die nächsten Tage, für die Golden Week auf JP. Die Golden Week wird nur auf JP sein, Freunde. Frühestens sollte sie am 25. losgehen. Laut Forjump war es, glaube ich, 27. Jedenfalls die Tage wird die Golden Week losgehen. Boss Rush 8 sollte eigentlich da hinzukommen, weil aktuell Boss Rush offline gehen wird die Tage. Und außerhalb davon ist auch noch JP auf Android Platz 1 gestartet, kurz bevor ich das Video aufnehme. Heißt, vielleicht rechnen wir auch die Tage mit Platz 1 Preisen. Und es wurde in den Daten noch ein Item gefunden, mit dem man seine Stamina in Zukunft auffrischen kann, recovern kann. Was heißt das? Normalerweise, wenn wir quasi jetzt Stamina auffüllen wollen, müsst ihr einen Stone verbrauchen, damit sich unsere ganze Stamina auffüllt. In Zukunft könnte quasi, was heißt könnte, so, es wurden halt Funktionen gefunden in den Daten, die darauf hinweisen, dass in Zukunft eben ein neues Item kommt, mit dem ihr dann euer Stamina auffrischt statt den Stones. Ähnlich wie in Legends, Freunde, in Legends gibt es auch Stamina-Tickets. Damit könnt ihr eure Stamina auf Legends auffüllen. Das wird in Zukunft auch in Dokkan kommen. Damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Vorerst natürlich auf JP, in Zukunft auf Global, Freunde. All diejenigen, die neu hinzukommen oder die neu da sind, willkommen auf jeden Fall. Falls ihr euch fragt, damit ich es auch ganz kurz wiederholen darf. Tut mir leid, ich habe gerade viele Sachen reingeschoben, aber ich hoffe, das passt.
Falls ihr euch fragt, warum JP immer alles zuerst bekommt und Global nicht für die ganzen Neueinsteiger, JP kam zuallererst raus und erst nach 6 Monaten nach dem japanischen Release von Dokkan Battle kam die globale Version. Dementsprechend gibt es da eben einen Unterschied von dem Content Release. So, wie gesagt, Boost-System gucken wir uns gleich genau an. Ja, wie gesagt, Filtersystem wurde angepasst. Man kann jetzt nach links jetzt filtern und so und so fort. Die Banner wurden jetzt angepasst. Summon Banner. Da gucken wir gleich mal rein, weil die anderen Sachen hier, die habe ich mehr oder weniger erwähnt. Oder das sind mehr oder weniger Bugfixes und so und so fort. Aber ja, diese ganzen Bugfixes, die wurden eben. Da kamen halt mehr Bugs hinzu, sage ich mal. Jedenfalls im Banner zum Beispiel. Das hat sich jetzt geändert, werdet ihr gleich merken, boom, das sieht jetzt folgendermaßen aus, denn ihr könnt jetzt von jedem Banner-Charakter die verschiedenen Versionen anschauen und dann auch direkt ihre Super-Attacks, wenn ihr auf Play drückt zum Beispiel, dann sehen wir die 12-Key von Alec, Kale und Khalifa. Das ist quasi das, was hinzukam, haben sich viele gewünscht, wurden hinzugefügt, aber was dann eben viel interessanter ist, ist das jetzt mit dem Boost-System auf jeden Fall. Bevor wir uns aber das angucken, lass mal ganz kurz wegen dem neuen Filter-System angucken. Ihr könnt jetzt nach Link-Skills suchen, indem ihr hier unten rechts tippt und dann runter scrollt und hier einmal auf diesen Button klippt. Zum einen könnt ihr, na gut, ich meine, ich kann kein Japanisch. Der eine oder andere kann vielleicht ein wenig was. Ich kann mehr oder weniger mir das Ganze ableiten oder mich dann schlau machen aus Reddit oder Dokkan Wiki und so fort. Aktuell kann ich mich ja auch nicht durchwühlen. Ich kann nur zum Beispiel sowas verstehen. Okay, das wird mir jetzt gerade die anzeigen, die eine K.O.-Attacke überleben werden. Heißt, in dem Button, in dem ich hier drauf geklickt habe, könnt ihr nach so Kriterien suchen, wie Buffs, Debuffs, Tralala, Attack Boost und so und so fort. Beispielsweise bei dem jetzt, wie gesagt, Ops, jetzt habe ich ganz resettet. Beispielsweise bei dem hier wird es mir Charaktere anzeigen, die einen K.O. Die einen K.O. verhindern können, überleben können, sage ich mal. Das sei der Goku. Was interessanter ist dann natürlich hier, wenn wir das mal wieder wegmachen, nach Link-Skills. Hier, diesen Button. Wenn ihr diesen Button tippt, dann könnt ihr nach Link-Skills suchen. Ich meine, ja, die Namen sind natürlich auch auf Japanisch, aber man kann sich dann, wenn man sich ein bisschen auskennt, davon ableiten, was, was ist, wenn man guckt, was der Link-Skill macht. Zum Beispiel steht da Attack 25%. Okay, tippe ich mal drauf. Welche Charaktere werden angezeigt? Aha, Destroyer of the Universe sollte das sein, Frontalis. Das dann hat natürlich eine Sache, Freunde, das auf Japanisch, Logo. Man muss ja auch ein bisschen schlau machen. Und der wird in Zukunft natürlich auch in Global hinzugefügt. Da freuen wir uns dann auf jeden Fall mehr, weil wir das Ganze verstehen. Dann können wir direkt nach Link-Skills sortieren, Link-Skills suchen, nach Attack Buff, Debuff, Tralala, was wir gerade alles gesehen haben. Aber jetzt zu dem Boost-System. Ihr seht schon hier, was neu zugefügt wurde. Boost. Da sind jetzt 2 von 3 Balken. Man kann pro Tag, will ich nicht sagen, aber ich erkläre es gleich, wie genau das ist. Man kann 3-mal diesen Boost aktivieren. Diesen Boost kann man nicht auf jedem Event, nicht auf jeder Stage aktivieren. Da guckt ihr einfach drauf, wo ihr das machen könnt. Wenn ihr das aktiviert, was passiert? Ihr bekommt quasi einen Boost, sei es für die Zenny, sei es für die Experience von der Stage, sei es für die Drop Rates und so und so fort. Im Umkehrschluss müsst ihr dafür dann quasi doppelt Stamina verbrauchen. Wenn wir zum Beispiel das Event von Goku machen würden, dann sehen wir, okay, by the way, könnt ihr das Boost-System nur auf Stages aktivieren, die ihr schon geschafft habt. Dann könnt ihr zum Beispiel, wie ihr seht, die Super 2 Stage um mit 25 Stamina spielen, so wie immer, dann ist ganz normal 7 Medaillen droppen. Aber wenn ihr euren Boost aktiviert, einmal hier drauf tippt, dann zahlt ihr doppelte Stamina, würde dann 50 Stamina kosten, aber ich bekomme dann quasi einen Boost und das würde im Endeffekt so aussehen. Ich habe die Stage vorhin gemacht, ich habe mehr Zenny bekommen, mehr Experience, mehr Friend Points und den Boost, also da noch einen weiteren Drop. Und in Dokkan Events droppen ja quasi bei auf Super 2 immer 7 Medaillen, deswegen habe ich zusätzlich zu meinen 7 Medaillen nochmal 7 Medaillen bekommen. Aber es heißt nicht immer, dass ihr das Doppelte bekommt, sondern ihr bekommt einen Boost. Heißt, es kann natürlich auch, wenn auf einer Stage zum Beispiel ein Charakter droppt, sagen wir es mal so, wenn auf einer Stage ein Charakter droppt, dann droppt ihr dieser Charakter gar nicht, einmal oder zweimal. Ihr könnt selbst von euch quasi diesen Charakter einmal gedroppt bekommen, aber euer Boost droppt dann 2-mal diesen Charakter. Heißt, ein nettes Beispiel hier, Shoutout an Mai, Yorha Mai aus Twitter, der hat diesen Boost aktiviert bei der Stage vom Bojack Event und wenn man diesen Boost mit dem Kategorie Boost, mit der Kategorie Drop Rate erhöht oder kombiniert, schaut mal, was er alles gedroppt bekommen hat. Da macht ihr die Stage einmal und habt den ganzen Charakter so. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Boost-System ist auf jeden Fall gut. Aber da gibt es dann noch eine Einschränkung. Ihr habt es vielleicht gesehen. 3 Balken. Man hat nur 3 Balken und ein Balken füllt sich nach 8 Stunden auf. Das ist die Einschränkung, Freunde, die es hier gibt. Aber ansonsten gibt es auch nicht mehr viel dazu zu sagen, zu dem Boost. Gucken wir uns am Ende noch ganz kurz diesen random Login-Boni an.
So, alles klar, Freunde. Wie gesagt, zu dem random Logimon. Ich schaue das hier an Mai auf jeden Fall. By the way, es kamen keine neuen Charaktere mit dem Data-Download, also mit der Erwartung. Also noch keine Infos zu Zamasu, zu dem neuen Zamasu oder zu dem neuen Trunks für Global. Erwarten wir 25 Viertel, Freunde, haben wir seit Tagen besprochen. In Goku Black mit seinem Future Showdown Event, beziehungsweise seine Celebration. Wenn wir die Infos da am Donnerstag bekommen, gibt es auf jeden Fall ein Video dazu. Falls ihr euch gefragt habt, was zu Global kommt, haben wir die letzten Tage besprochen. Ihr wisst auf jeden Fall, wann in Goku Black droppt. Jedenfalls. Für JP gibt es jetzt quasi Assets. Assets sind Vorlagen in den Daten für ein random Login-Bonus. Wie gesagt, Shoutout an Mai. Wie sollte das Ganze funktionieren? Das sollte höchstwahrscheinlich zu Golden Week bekommen und man kann halt ein random, einen zufälligen Login-Boni noch zusätzlich zu seinem bekommen. Da gehe ich stark davon aus. Das sind die Vorlagen dafür, wie es visuell aussehen könnte. Und was ich mir eben vorstelle ist, man hat zum Beispiel verschiedene Drops. Goresh hat das hier auch übersetzt. Moment. Mit einmal hier Lucky, Super Lucky, Ultra Lucky ist eben nochmal so RNG-mäßig. Und da kann eben random etwas Gutes droppen, Besseres, Geiles droppen, um es einfach zu sagen. Das sind wie gesagt die Vorlagen. Heißt, ihr könnt mich gerne wissen lassen, was denkt ihr, was ihr denn alles droppen könnte bei Random Login Boni. Wie wir hier am Bild von Satan sehen, kann da schon einiges Nettes droppen, glaube ich. Dragonstones, Statuen, Eldekai, Training-Items, Orbs und so und so fort. Und dazu gibt es auch so schöne Animationen, sage ich mal. Das ist dann mehr oder weniger wie so ein kleiner Summon, sage ich mal, für einen Login-Boni, aber natürlich nicht für Charaktere, wie es ausschaut. Aber das sind eben die Vorlagen so. Das sieht so wie so ein Summon-Screen aus. Ist dann halt für Mr. Satan. Deswegen geht man auch davon aus, dass die Golden Week sich ein wenig um Mr. Satan drehen wird. Nicht drehen, sondern die Thematik einfach so anschaulich um Mr. Satan gehen wird. Und das wären so, wie gesagt, so die drei Jobs. Ich weiß legit nicht, was für was steht, aber beispielsweise das könnte Lucky sein, Rare Lucky oder Super Lucky und was auch immer, die drei Stufen. Und da bin ich echt drauf gespannt, Freunde, wie das Ganze verlaufen wird. Wie gesagt, das sind die Vorlagen dazu. Summon, Random, Summon, Login, Boni wird auf jeden Fall noch hinzukommen. Das wäre es aber auch wirklich mehr oder weniger zu dem ganzen Update, wenn das die ganzen Tage droppt. Natürlich werden wir uns das Ganze ansehen, die Banner, die Charaktere, Fusion Zamasu, Trunks und so fort. Inko Kubleck uns auch die Tage auf jeden Fall genau an für Global. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und bevor die Stimme weggeht, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis.